Wie können Kunst- und Kulturarbeit beim Unlearning, beim Undoing und Unteaching unterstützen wirken? Wie können sie dazu beitragen, zu erinnern, zu hinterfragen, sichtbar zu machen oder auch weiterzutragen? Dies werden unter anderem zentrale Fragen der nächsten zwei Panel sein. Und in den ersten 90 Minuten wollen wir dabei den Schwerpunkt auf das kollektive Arbeiten als Gesellschaftsutopie setzen. Wie hängen Kunst und Utopie dabei zusammen? Wie wirken sich unsere Arbeitsweisen, unser Miteinander und unsere Netzwerke auf uns und die Gesellschaft aus? Für diese Panel haben wir drei Kollektive bzw. StellvertreterInnen dieser Kollektive eingeladen, die sich diesen Fragen im Kollektiv in ihrer Arbeit gewöhnlich annehmen und in ihrer Praxis. Und ich möchte die drei Positionen und ihre Arbeit nun gerne erst einmal kurz der Reihe nach als Auftakt quasi kurz vorstellen. Die klassische CV-Situation, dass jeder so ein bisschen weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Und dann würde ich danach die Beitragenden bitten, dass wir einfach wirklich direkt in Austausch gehen, die Beiträge in den Raum gespielt werden und grundsätzlich... Ja, wir fangen vielleicht einfach damit an. Also, als erstes haben wir Polymora Inc., vertreten heute durch Mono und Ali. Polymora Inc. ist ein intersektionales Performance-Kollektiv. Ihr Anliegen ist es, Tanz und Performance neu zu denken, insbesondere im Hinblick auf Zugänglichkeit. Sie sagen selbst von sich, dass Sie 2017 Ihren Findungsprozess begonnen haben. Und ich fand diesen Begriff, ich hoffe, der ist auch okay, wenn ich den jetzt so aufgreife, den fand ich total schön, weil das eigentlich... das Wort oder der Begriff schon impliziert, dass es eigentlich so ein fortlaufender Prozess ist. Also man macht etwas, man erarbeitet etwas, man denkt über etwas nach, man reflektiert es, man bringt es in irgendeine Form, aber das heißt nicht, dass es damit abgeschlossen ist, sondern es bringt einen einfach nur wieder so einen Schritt weiter. Und das finde ich einen total schönen und wichtigen Gedanken. Sie haben seit 2017 drei Stücke entwickelt und forschen im Rahmen der Flausen-Residenz zu Wertesystemen und Ableismus. Und das Kollektiv bedeutet für Sie, dass Sie bei der Arbeit alle gleichberechtigt sind, alte Vorstellungen von Tanz und Theater hinterfragt werden sollen oder auch verändert werden sollen und können. Sie tun dies mit einer Mixed-Ables-Arbeitsweise. Das heißt, dass jedes Mitglied des Kollektivs sich mit den eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen kann. Und alle Fähigkeiten sind dabei gleichberechtigt nebeneinander und gleich wichtig. Sie wollen mit ihrer Kunst möglichst verschiedene Menschen erreichen und deshalb versuchen sie ihre Produktion unter anderem durch Audiodeskription und Gebärdensprache barrierearm zugänglich zu machen. Dann haben wir als zweiten Beitrag AAA Collective, vertreten durch Matthias und Jira. Die beiden sind Teil eines internationalen Kollektivs, das sich der gemeinsamen Entwicklung von Videospielen und digitalen Projekten verschrieben hat. Und ihr ungefähr 10-köpfiges Kollektiv hat sich in den letzten 2 Jahren besonders sehr intensiv mit dem Thema Utopie ausgesetzt. Sie werden uns Einblick geben in ihr Videogame mit dem Titel Utopias Navigating Without Coordinates. Und mit diesen virtuellen Welten haben sie neue Perspektiven auf normierte Vorstellungen und Strukturen aufgezeigt. Und genau, und die werden sie uns Einblick geben. Als dritten Vertreter haben wir heute von Profikollektion Jan Deck hier. Das Kollektiv Profikollektion erforscht historische und politische Orte. Es ist ausgehend von teilbiografischen Themen und Erfahrungen, werden diese überführt in ästhetische Erinnerungsarbeit, wie Sie es nennen. Und dabei arbeiten Sie als KünstlerInnen immer wieder in neuen Konstellationen, Spuren der Vergangenheit auf und machen sie über verschiedene ästhetische Wege zugänglich. Jan, nochmal in persona, ist Politikwissenschaftler, freier Dramaturg, Regisseur, Kurator und arbeitet unter anderem auch für den Hessischen Landesverband Freie Darstellende Künste. Er ist Herausgeber und Autor und beschäftigt sich hierbei mit Themen zwischen Kunst und Gesellschaft. Und er wird sich in seinem Beitrag später auch ganz stark nochmal mit der Reflexion des Kollektivs und seinen Gedanken dazu mit uns teilen und vielleicht eine ganz schöne Klammer, könnte ich mir vorstellen, bilden zu den beiden Vorträgen, die wir auch haben, worüber wir dann auch schön in Austausch gehen können. Grundsätzlich, wie ich eingangs schon gesagt hatte, fände ich es schön, wenn wir die drei Beiträge so nacheinander folgend hier erfahrbar machen für uns, dass wir zwischendurch oder also nach dem Beitrag einfach eine Möglichkeit haben, das schon zu reflektieren, Fragen zu stellen und einfach darüber in Austausch kommen.
Genau, dann würde ich tatsächlich auch direkt das Wort übergeben an Mona und Ali. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und ich freue mich vor allem auch auf diesen Auftakt jetzt. Gleich was machen, wo ihr alle eingeladen seid, mitzumachen. Und zwar geht es darum, sich zu schütteln zu Musik. Und die Idee ist, dass das wirklich was ist für alle Körper mit allen Erfahrungen. Und das Ganze kann passieren im Stehen, im Sitzen, im Liegen. Ihr könnt euch so nur ein kleines bisschen schütteln oder am ganzen Körper schütteln. Ihr könnt dabei die Augen schließen. Ihr könnt aber auch so in den Raum reingehen, mit dem Raum interagieren. Für die, die zu Hause sitzen, ihr könnt irgendwie auf dem Bett rumhüpfen, was auch immer, euch sieht ja jetzt keiner. Und das Besondere an dieser Art, sich aufzuwärmen, ist, dass wir quasi den ganzen Körper mit Sauerstoff versorgen und Prozesse können mehr sacken. Wir machen meistens im Kollektiv davor eine ausgiebige Emo-Runde, wo wir alles rauskotzen, was sich so über die Woche angestaut hat. Gerade treffen wir uns einmal die Woche draußen. Genau, und dann beginnen wir eigentlich immer unser Training mit Shaken. Also jetzt auch viel Spaß. Ihr seid auch alle außer Atem, so wie ich. Wir wollen gleich weitermachen mit was ganz Praktischem. Gar nicht so viel reden. Und zwar möchten wir euch einladen, eine Übung mit uns zu machen oder zu bezeugen zum wertfreien Beschreiben. Ob das überhaupt möglich ist. Und dafür würden wir euch bitten, zu Hause an den Computern, aber auch hier, die Augen zu schließen. Okay. Ihr habt jetzt eure Augen geschlossen und innerhalb der nächsten Minute werden Ali und ich uns bewegen und Elena
wird freundlicherweise uns beobachten und danach versuchen, uns zu beschreiben. Ihr dürft wieder eure Augen öffnen und der Fokus schwenkt jetzt zu Elena, die gerade uns beide beobachtet hat, wie wir uns bewegen, mit der Einladung zu beschreiben, was sie gesehen hat, ohne das zu bewerten. Und sie pickt sich eine Person raus, sie hat sich jetzt, glaube ich, mich ausgewählt. Und die kleine Überraschung ist, dass wir jetzt noch eine Person hier haben, die Lust hat, mich quasi zu doublen, zu kopieren. Das heißt, du kannst schon mit dazukommen. Und während du beschreibst, dich schon mal so reinfühlen in das, was ja gleich kommt. Okay, also Ali saß auf dem Boden mit den Beinen angewinkelt und mit dem Rücken an Mono gelehnt. Und dann hat Ali einen Takt vorgegeben mit der rechten Hand auf den Oberschenkel. Genau, und dann nach einer bestimmten Anzahl von Takten, ich weiß nicht mehr genau, haben sich beide nach oben begeben, zusammen, sozusagen angelehnt an die Rücken. Genau, geh einfach mit. Und sich aufgerichtet. Und ich glaube, dann ist Ali wieder eher so nach unten und hat sich mit einer Hand aufgestützt und die andere Hand nach oben. Genau. Und dann so eine Drehbewegung, also sich wieder nach oben, ja. Oh, das war jetzt bewerten, glaube ich. Sorry. Ja, und dann ist Ali wieder nach unten. Und ja, ich glaube, das war das Ende. Ja, total spannend auch für mich, das jetzt zu sehen mit der Erinnerung auch in meinem Körper, wie ich mich gerade bewegt habe. Und wir wollen das Ganze jetzt auflösen mit der Einladung an euch zu Hause oder die, die hier sitzen, mal zu überlegen, wie ihr die Bewegungen, die ihr jetzt seht, einer Person beschreiben würdet, die das jetzt gerade nicht sehen kann. Genau, wir machen es jetzt einfach nochmal. Ist so eine unmögliche Aufgabe und mit dieser Aufgabe haben wir uns in unserer Residenz beschäftigt für 4 Wochen im Juni in der Flausenresidenz und da wollen wir euch jetzt einen Ausschnitt zeigen aus einem Video, weil wir normalerweise auch zu 5 sind und Jana und Jutta und Aisha heute nicht dabei sein können, aber ihr seht die auf jeden Fall jetzt gleich in diesem Ausschnitt, wo es darum geht. Wir haben uns in der Woche damit beschäftigt, wie wir unsere ganz persönlichen politischen Kämpfe füreinander performen können und wir können gleich noch ein bisschen mehr zur Methode sagen. Erstmal viel Spaß beim Zuschauen und wundert euch nicht, da gibt es auch schon eine Ebene drin, die von draußen kommt, die was Beschreibendes mit reingibt. Genau. Ali klemmt die Hände am Kotflügel des Autos, die Füße an der Hofmauer, mit Blick nach unten waagrecht in der Luft. Ali kniet am rechten Kotflügel des Wagens und dreht gegenläufig ihre Handgelenke. Abwesend blickt Ali dabei auf ihre leicht gekrümmten Finger. Die anderen PerformerInnen beobachten sie. Jana hält sich die Hände vor Mund und Nase. Sie blickt nach rechts. Dort steht Mono. Er hat einen Pullover um den Kopf gewickelt. Sein Gesicht ist verdeckt.
Jana stützt sich abwechselnd mit den Händen ab und hält sich dabei weiterhin Mund und Nase zu. Aufgeregt strampelt sie mit den Beinen. Von Mono abgewendet trinkt Jana aus einer Flasche. Mund und Nase hält sie weiter angestrengt verschlossen. Mono liegt, den Pullover um den Kopf, Rumpf aufgerichtet auf dem Bauch. Abwechselnd führt er seine Zeigefinger an die Stirn. Langsam lässt Mono den Kopf auf den Boden sinken. Jana löst ihre Haltung und fährt sich lächelnd durchs Haar. Dass es oft so wahrgenommen wird wie so eine Meinung, die man haben kann oder auch nicht haben kann. Mono spricht ins Mikrofon. Und glaube ich, für viele Leute nicht so klar ist, dass es irgendwie tatsächlich einfach eine Realität ist, die da ist und die einen halt irgendwie immer so, ich habe halt immer so dieses Gefühl, okay, ich weiche halt irgendwie ab. Es gibt wenig Leute, die ich kenne. Ich kenne eine andere Person, die sich auch nicht als Frau fühlt und mal schwanger war. Also eine Person, mit der ich befreundet bin. Und genau, das ist irgendwie so, ja, ich fühle mich damit oft so einsam, irgendwie mit dieser Perspektive. Und er blickt nach oben. Also meine Studienzeit, wo ich irgendwie Tanz studiert habe und irgendwie diese Welt ja irgendwie so voller Geschlechterstereotype ist. Also das heißt irgendwie, dass es so krasse Einteilungen gibt in irgendwie Mann und Frau. Und weiß nicht, manchmal wünsche ich mir so, würde ich mir wünschen, dass ich das irgendwie damals schon mehr, also dass ich da mehr die Worte und die Begegnungen gehabt hätte, um das zu verstehen, um nicht die ganze Zeit dieses Gefühl zu haben, ich bin irgendwie so komisch. Und ja, was das irgendwie auch mit dem Tanz für mich gemacht, mit meiner Beziehung zum Tanz irgendwie, dass es irgendwie so ein Kampf war die ganze Zeit. Die PerformerInnen beobachten Aisha. Die dreht ihren Oberkörper mit schlenkernden Armen immer stärker, bis sie sich zu drehen beginnt. Aisha sitzt neben dem gelben Auto an die Hofmauer gelehnt. Sie hat ihre Augen geschlossen und führt langsam die ausgebreiteten Arme in die Höhe. Jana spricht ins Mikrofon. Dass ich halt irgendwie wahrnehme, dass in den einzelnen Szenen aber dasselbe passiert, an Strukturen und miteinander umgehen und ausschließen wie in der Mehrheitsgesellschaft, weswegen ich mich super schwer tue, irgendwie mich da anzuschließen. Die Behindertenaktivisten sind alles eigentlich im Moment super privilegierte AkademikerInnen. So, klar, Behinderung, okay. Aber die denken auch, die anderen auch kaum mit. Oder sie denken sie teilweise mit, aber da passiert dann ganz schnell wieder dieses, dass doch von anderen über andere gesprochen wird. Also man hält sich selber nicht mehr an dieses Nichts über uns, ohne uns. Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen kommen gar nicht vor, nirgendwo. Und ich bin sehr am Suchen im Moment zwischen einer gewissen Härte der und Klarheit der Positionierung und doch dem aufeinander zugehen. Zwischen zwei Pfosten führt Mono seine ausgestreckten Hände an einem blauen Absperrband entlang. Die Knie leicht geknickt, läuft er nach vorn. Jutta kniet auf den Matten und sammelt etwas vom Kopfsteinpflaster. In der Mitte der Pfosten legt Mono das Absperrband um seinen Nacken, wickelt seine Arme um das Band und hebt beide Pfosten und deren Sockel an. Jutta richtet sich auf und schaut zu Mono. Der dreht sich mit den Pfosten unter den Armen von ihr weg. Im Kreis sitzen die PerformerInnen auf ihren Matten im Innenhof der Galerie. Das Bild wird schwarz. In weißer Schrift, Copyright, Polymora Inc. Video, Sophie Stephan, Audiodeskription, Matthias Huber. Dank. Gerne. Ich kann es nur erahnen, aber ich glaube, die Stimme aus dem Off ist sogar auch dabei. Voll schön. Ja, ganz lieben Dank euch für diesen großartigen Auftrag. Ich glaube, das zeigt eigentlich total gut das, was wir im Orga-Team mit diesen beiden Panels jetzt irgendwie auch so im Sinn hatten, dass wir einfach einen sehr guten Einblick daran bekommen, was eure Arbeit ausmacht, wie ihr an
Themen herangeht und wie ihr aber eigentlich auch eine Brücke schlagt zu den Menschen, die diese Erfahrung vielleicht nicht gerade machen, die nicht darüber nachdenken, indem sie einfach in irgendeine Art ähnliche Erfahrung gebracht werden und es selbst erfahren können, was eine andere Perspektive manchmal bedeuten kann. Und ich fand es jetzt hier in diesem Videobeitrag auch nochmal total spannend, dass es so wahnsinnig persönlich ist. Natürlich auch, also bestimmt, ich weiß nicht, ob ihr so angefangen habt, ich könnte mir fast vorstellen, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen distanzierter auch noch war oder so. Also ich fände es grundsätzlich, glaube ich, ganz schön, nochmal von euch zu hören, wie euer Prozess vielleicht so ist, wie ihr den wahrnehmt. Ich glaube, Corona wäre auch super spannend, aber das lassen wir jetzt mal weg. Also ich glaube, das zeigt ja schon sehr viel auch, wenn das jetzt gerade so eine ganz aktuelle Arbeit ist. Vielleicht könnt ihr einfach mal grundsätzlich sagen, wie ihr arbeitet in der Gruppe und wie man sich eigentlich auch so Stücke von euch vorstellen muss und wie ihr das Publikum eigentlich ansprecht und erreicht und welche Form das dann eigentlich annimmt, weil das wäre jetzt gerade für mich noch so eine offene Frage. Ich sag mal was. Adi hat es eben schon angedeutet, dass wir eigentlich so ein Ritual haben, wenn wir uns treffen, dass wir erstmal ganz persönlich erzählen, wie es uns geht und das in der Runde teilen. Ich glaube, das ist auch so eine Basis für uns überhaupt, wirklich kollektiv zu arbeiten, dass irgendwie alle auch die anderen irgendwie auf dem Schirm haben. Und weil wir eben auch so unterschiedlich sind, sind es halt auch ganz unterschiedliche Themen und Situationen, in denen wir stecken. Und ich glaube, das ist auch so diese Vielfalt, aus der wir dann schöpfen, wenn wir irgendwie uns einem Thema widmen. Das letzte Stück, was wir gemacht haben, hat sich mit Scham beschäftigt und ein Musical, obwohl niemand von uns richtig singen kann, auf jeden Fall keine Musical-Ausbildung hat. Und da sind wir halt alle mit unseren ganz unterschiedlichen Bezügen reingegangen und ich würde auch sagen, wir arbeiten sehr persönlich, sehr biografisch oder sehr nah dran an uns, aber versuchen das halt auch zu übersetzen. Und ich glaube, das, was innerhalb des Kollektivs passiert in der Zusammenarbeit, ist auch so das, was wir uns wünschen, was vielleicht nach außen hin losgelöst wird bei Leuten, die irgendwie dabei sind, wenn wir eine Performance zeigen oder wenn die mit uns in einem Raum sind und das irgendwie erleben. Nämlich irgendwie auf der einen Seite irgendwie verschiedene Lebensrealitäten zu repräsentieren und erstmal mit sich selber auch in Kontakt zu kommen, mit seinen eigenen Bedürfnissen, mit seiner eigenen Situation und dann aber auch Empathie zu entwickeln für das Gegenüber und andersrum eben auch, um so halt irgendwie wirklich so eine intersektionale Begegnung im Prinzip überhaupt auf einer emotionalen und persönlichen Ebene überhaupt zu spüren. Genau. Und irgendwie kam es dann das eine zum anderen, dass wir immer aktivistischer wurden, jetzt gerade auch in Bezug auf die letzte Residenz, die ja eigentlich in Köln hätte stattfinden sollen, zu einem anderen Thema. Also wir wurden damals ausgewählt für eine Residenz zum Thema Make Dance Contemporary Again, wo wir eben mit unseren diversen Körpern forschen wollten, gerade auch mit ganz viel Körperkontakt und Gewicht geben und nehmen und supporten und Widerstand und Kraft und so. Ging nicht und dann haben wir ummodelliert. Und das war irgendwie so ein Monat im Juni, wo jede Woche irgendwie so eine krasse Demo war. Und wir haben in der Woche eben zu unseren persönlichen politischen Kämpfen gearbeitet. Und ein paar Tage später hat Aisha zum Beispiel eine Rede geschrieben, die sie auf der Black Lives Matter Demo gehalten hat, irgendwie vor gefühlt Tausenden von Menschen. Und das ist irgendwie so aus einer somatischen Praxis geworden. Und die Woche drauf war die Unteilbar-Demo, wo Jana gebeten wurde, einen Beitrag zu machen für den Disability-Block oder was es da eben gab. Und dann war auch klar, wenn, dann machen wir das zusammen. Und dann war das irgendwie so ein Abbild von dem Prozess, wo wir in der Gesellschaft gerade stehen, weil dieses Band der Unteilbarkeit an dem Tag, wo es geregnet hat, halt überhaupt nicht so weit ging wie gedacht. Es war einfach keine Sau da, außer uns, meilenweit niemand. Da dachten wir, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Rede geschrieben und die auch versucht, performativ einzubauen. Wir wollten Leute mitnehmen auf so eine Reise, wie irgendwie so Anweisungen im Flugzeug. Und dann haben wir das einfach im Regen unter einem Dach gemacht, abgefilmt und auf YouTube hochgeladen und uns irgendwie aufgeregt über den Status quo. Und das war total schön, dass wir mit der Residenz so viel Zeit und Raum hatten, innerlichen Raum, auch Raum als Kollektiv, an dieser Frage zu forschen. Also gerade auch durch die Ohnmacht, die viele von uns erlebt haben in Bezug auf die Triage oder
in unserer Selbstständigkeit mit Dingen, die wegbrechen? Also wie können wir uns da einen Raum schaffen, wo wir nicht nur Self-Care machen, was auch absolut ausreichend gewesen wäre, aber wo wir das irgendwie nutzen können, dieses kreative Potenzial. Genau. Okay, ich finde das Stichwort der Scham nochmal ganz spannend, weil ich könnte mir auch vorstellen, also gerade mit unserem Auftakt, ich bin da selbst super befangen und also ich fand es jetzt gerade total angenehm, muss ich gestehen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Es gab auch schon mal so ein, zwei andere Formate, wo ich sowas Ähnliches gemacht habe oder halt in so einem Yoga-Kontext, hatte ich euch ja vorhin sogar auch schon mal erzählt. Aber es ist natürlich hier nochmal ein anderes Setting und wir kennen uns nicht und wir wissen, dass gleich die Kameras angehen. Und ich finde schon schön, dass wir das eigentlich in einer gewissen Weise auch gerade hierhin übertragen konnten. Kriegt ihr Erfahrung oder das, was die Menschen, die sich eure Stücke anschauen, da vielleicht mit rausnehmen? Kriegt ihr das irgendwie zurückgespielt oder ist das, wie darf man sich das vorstellen? Oder, ja. Also ja, wir kriegen schon auf jeden Fall Rückmeldungen. Letztes Jahr im Herbst, als wir das Stück gespielt haben, gab es viele positive Rückmeldungen. Ich habe viele Leute danach direkt gesprochen, die irgendwie ziemlich berührt waren und wir auch gesagt haben, dass sie es sonst so im Theater nicht so auf so einer persönlichen Ebene halt auch spüren. Und ich glaube, ja, es hat halt geholfen, dieses Thema zu wählen, weil das natürlich was ist, was alle Menschen irgendwie kennen, weil wir alle irgendwie im Kapitalismus leben und alle im Patriarchat. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass so Schammechanismen irgendwie aufrechterhalten werden. Genau, also so die ganze Körperoptimierung zum Beispiel hängt ja damit krass zusammen oder weiß nicht, irgendwie. Jede Form der Optimierung wahrscheinlich, ich glaube, genau. Das geht einfach so durch den Alltag in jeder Form, wahrscheinlich kann das auftauchen. Voll, oder irgendwie Geschlechterrollen zum Absolut. Beispiel, irgendwie weibliche Sozialisation, irgendwie spielt Scham auch eine große Rolle und genau, also ich hatte schon den Eindruck, dass das irgendwie viele Leute thematisch angesprochen hat, aber ich glaube, was auch einfach gut funktioniert hat bei uns, dass wir eben nicht irgendwie, sag ich mal, alle irgendwie aus der gleichen Schule kommen. Also weder professionell kommen wir nicht aus der gleichen Schule. Also es gibt Leute, die haben Tanz studiert, es gibt Leute, die haben Schauspiel studiert, es gibt Leute, die haben es einfach gemacht. genau, und dann treffen wir uns halt auch so mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen. Und so war eben auch dieses Stück, glaube ich, dass wir irgendwie so ein bisschen, es war so ein bisschen fragmentarisch, collagenhaft, würde ich sagen. Und so konnten irgendwie die Leute, glaube ich, auch so ganz unterschiedliche Einblicke und Zugänge zu diesem Thema mit beobachten. Und ja, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich finde, dass die Art, wie wir arbeiten, irgendwie so rechtshemisphärisch angelagert ist. Also um das wirklich wertschätzen zu können, was da passiert, muss man irgendwie so einen emotionalen Zugang auch haben, also sich darauf einlassen können und sich darin auch erkennen können in den Geschichten, die wir erzählen. Das heißt, die Kritiken, die uns zerrissen haben oder auch die Theater, die uns nicht mehr einladen wollen, die haben halt einen anderen Blick. Die können das dann irgendwie dramaturgisch zerreißen und irgendwie da inhaltliche Sachen finden. Und es ist aber auch okay, weil das ist gar nicht das, was wir machen wollen. Also wir wollen schon irgendwie uns selber so verletzlich zeigen und dann aber auch dazu stehen können und sagen, okay, fuck off, für euch ist es dann halt irgendwie nichts. Und das ist total schön, dass es überhaupt geht, so eine Kunst heute und hier zu machen, und eben nicht erst in der Utopie. Hm. Ja, vielen Dank. Angesichts der Zeit würde ich tatsächlich sogar auch gleich schon zum nächsten Beitrag übergehen. Allerdings würde ich gerne nochmal hier in die Runde die Möglichkeit geben, nochmal direkt eine Frage loszuwerden. Falls irgendjemand gerade irgendwas hat. Okay, dann I would like to hand over the word to Shira and Matthias. And they're gonna share. Hello, is this thing on? Okay. Hi, can you see the screen? No. Well, that's a problem. Okay, we hear the music. Okay, great, thank you. Okay, hello, my name is Jira, and this is Matthias. We are two members of AAA.
This is our latest project, Utopias. It's much longer. It's about 2 hours long. And I won't sabotage the panel and play the whole thing for you. So I'm only going to play 10 minutes. And then we will kind of get into, like how we organize and, like, and the specifics of our collective. But we'll start with 10 minutes of Utopias. I'm also going to read the subtitles for the translators. I remain locked before all the threads are gathered. Visit them and return to me. Okay. Okay. That's working again. Okay. It's just loading. Don't worry. Oh, so you're a traveler, huh? Welcome to our city. Haven't seen much tourists around since Instagram shut down in 20XX. You can take a pic of me if you want. I used to be a model, you know. You're only staying for 24 hours, right? That's pretty short. But hope you'll take time to chat with our citizens. See you later. Libra? Euros? We don't use that around here, sorry. Bitcoins? Maybe. You can also just pick a banana. It's free, you know. Help yourself. So what brings you to this forsaken island? It's not even on Google Map anymore. You know, actually, if you follow that sign on your right at the bottom of the stairs, legend says it leads to the secret entrance to the darknet. Banana. Whoa, careful with that gun, dude. All right, it's just a banana, of course. Sorry, I'm kind of tense lately, you know what I mean? I lost my weed somewhere around. Hit me up if you see anything, okay? And look out for the cops.
they're everywhere. Oh, I'm reading about viruses lately. It says right here, if bacterias are without a doubt part of living entities, the virus's status is more ambiguous. They include genes, but cannot reproduce through them. They will then use reproductive system of bacterias, as if a document would use a copy machine to replicate itself numerous times. Some viruses propose RNA over DNA, which means any molecule could take DNA's place, opening speculations for fundamentally different living systems. Some consider the actual scientific definition of life is inadequate regarding viruses' existence and should be expanded to include them. Well, anyway, be careful not to catch a cold while you're here, okay? What I got on my head is a brainwaves analyzer. Okay, that's an ableist joke. Hey there, I'll have a bunch of fresh sheets prepared for you at the hotel. That building behind me? Feel free to settle down, have a little nap there, and join us later on for a cozy evening. Didn't find my weed, but it's all right, you know. I can grow more at home. I got other stuffs anyway. Got them from some two-headed fellow who stopped by on his way to the next island. Doubt he will find anybody there to BH. Hey, wanna try that yellow pill? Your gamma brainwaves are gonna get nuts with this. Oh yeah, for sure. I can talk, actually. It's just, I'm awkward around people. I feel more comfortable at night overall. You kind of scare me a bit, to be honest. I've known humans before. They seemed on an aimless run for the future, like mounted on high horses. You seem slightly different, though. Are you sure you know where you're going? I wonder what all those people are running to like that, with such faith. The human race already dreamt of its own end 1,000 times, in unlimited scenarios. So why not accept the fact you're just a cosmic dust? Like everything on this planet. Anyway, have a pleasant night, stranger. No stars are shining, though. The truth is, I'm totally depressed. I'm wondering, if the universe is expanding, why am I not flying through cosmos right now to a destination unknown? I've lived in this place all my life, and I'm usually just sitting on my couch, waiting for an asteroid to hit the Earth. It has been one long succession of gray-tainted, mostly identical days. And I'm beginning to wonder if it will stop at some point. Is that really all there is to this life? Anyway, why am I even confessing all this to you? It's just a utopia simulation after all. You're not really here, and you're probably wondering why you're listening to this silly talk. Sometimes, I just want to fly out that virtual window. You know what I mean? So you're leaving today, huh? Hope you'll bring at least one good memory wherever you're going. We all had much fun meeting you. You're one strange creature, you know. God, that headache. Don't forget to get some fruits with you on your way home, in case you're stuck on one of those wastelands.
where there's only radioactive food left. Can never be too careful, after all. Fruits for the road, yummy. You could think about this island as some scientific nightmare. Technology and evolution of the species accelerated to the point of fusion, to a totally procedural process. The inhabitants of this place are all created by randomized algorithms, as totally unique beings. We are like our own private pieces of genetic art. That rotating machine you probably encountered is where we are all engineered. It's not as bad as it sounds, you know. Around here, we know no power struggles based on appearances, genders, generations. Nobody feels the need to create separated communities. I wonder how it's like to have siblings, though. How it's like to be physically attached to someone, to share more than just ideals, to live in a non-artificial world. Maybe one day, natural processes will reclaim their throne when this planet has healed. Anyway, it's nice and all, but it's so late slash early, I'm going to bed. Today's gonna be one unproductive day, let me tell you. Verbs. Hey, sorry if I was being dramatic yesterday. Hope you had a good time around here. Wish I could just be like you, drifting from places to places. Will you ever come back? I'll be waiting. Okay, so that's all we have time for Utopias. Okay, thank you for watching. So now a very quick talk from me and Matthias about AAA. So, AAA Software, who are we? We are a collective of approximately 10 members, give or take. We come from many different countries, including Russia, Argentina, Australia, France, Canada, to name a few. We come from many different backgrounds. In many different ways, but I think in what we're going to talk about, which is in labor and how we work together, we come from many different professional backgrounds. So some of us work at call centers while others work as programmers and some in science. So many different kinds of jobs of different levels of earning. And we are mostly based in Berlin, with the exception of one member who is in Moscow. We formed out of an IRL community called Art Games. Basically, it was an event I co-organized that was about video games and art. And so this is a mutual interest which brought us together, but we didn't we didn't have the same kind of educational background or some kind of it was a community we kind of formed as strangers together. And we collectively develop so-called video games. We distribute them online as pay what you want. So we want to make art that is free of copyright and is open source. We try and share assets and all the technical things that other people could use as well. We perform our games live. This is typically how we show them in person. And we also give lectures, essays, and have a blog that is pretty nice as well. So all the other things that you would do when you kind of focus on one particular medium.
And we formed, I think, well, a lot of us would agree, as a strategic countermeasure to the culture and tech industry. So a lot of us have backgrounds. I work professionally as a artist assistant, and then other members work in like the German German tech companies and so forth. And like the patterns that the kind of the values that are in these institutions that like then only makes certain kind of work possible. So we try and create a different kind of way of organizing and working to enable other types of projects. And by working collectively, then that is a way to kind of fight against the power imbalance that individuals have, which is, largely economic in terms of like creating a project. We are anti-hierarchical and anti-auteur. Like we try and create art that doesn't like kind of have like some kind of singular vision. Like we want to work on projects where like the every individual has a voice, and that's like the main focus of what we do, where all roles are equal, no bosses, no budget. Okay, so Matthias. Hello, hi everybody. So I'm gonna read a small text we wrote collectively. I would say it's more close to a manifest, and it's about the latest work we made, which is called Utopias. So, is a collective utopia possible? Each world in utopias is a site of crystallization where our ideas and how we work as a group have gathered and grown. The process of creating utopias was a collective deep dive into things like group decision making, the economics of care for oneself and others, the sharing of resources and information, generating and maintaining sustainable momentum and examining personal wounds left from living in a hyper-individualized economy of scarcity. A major motivation for our collaboration is to find alternative methods for making video games while avoiding the exploitative and creatively stultifying software industry. We think video games should be taken out of the hands of the industry. Culture should be made by people, not just companies. By pooling individual skills, we enable collective members with differing levels of technical ability to make video games in a collaborative way. We work without designated roles or tasks, and no one's technical or creative vision is considered more important than another's. Although we created a series of individual utopian visions, each of us work on each other's world, helping one another to realize them. This is our attempt to role play our way to utopia. The subtitle of the project is Navigating Without Coordinates. We are uncertain if we can achieve our utopian ideals, and we have come to embrace that. During the long development time of the project, we became aware that utopia was not necessarily a place or an idea we could attain, but rather a process of trying to navigate the territory that lies between us and change. This very much describes the practical process of learning to organize a collective. Utopias is just a viewport into this process. Sometimes that we keep coming back to as a collective is an attraction to weirdness, a poetic kind of not making sense. What happens if you take away the traditional way to tell a story? How do you respond to the discomfort, confusion, and frustration that arises from traveling without coordinates, when you don't really know where your next step will lead you? How does it feel to be lost, to be unproductive, to be unusable?
The video game is a medium tightly connected to capitalist productive values, built into the essence of many games in an imperative to work, attain goals, and be productive. On the other hand, games are uniquely positioned to both critique the capitalist present and to simulate a possible utopian future. Maybe instead of games where we play at working, collecting resources, or domesticating wild environments, we need games that help us dream collectively, widening the reality in times where dreaming seems impossible. Thanks. Thank you very much. Maybe I can follow up with like one or two additional questions. When we talked, you mentioned that you worked on this project for the last 2 years. I think it would be super interesting to learn a little bit more about like how this exactly looked like. I mean, I guess I'm not the only one not really knowing what it takes to develop a video game. And maybe we start with this. And then I think it would also be interesting to understand a little bit more about like how the project in the end comes up for the user, like compared maybe also to other games that people might be more familiar with. I think this could also be like an interesting aspect, but I don't know like how much you can tell, because maybe someone would like to do it like tonight or tomorrow or the whole weekend to understand like how it's doing. But okay, I'll start. Is this on? Hello. Yes. With this project, we were inspired to, when we began, we knew that we wanted to explore utopias. That was basically our singular idea for what this project was. We didn't know anything else about it, what it was going to look like, or like we just wanted to work with the theme of utopias. And this was largely in response to kind of the dystopian subject matter of most media, especially video games. A lot of the CGI stuff in the art world is also very bleak as well. So we just wanted to explore utopias, and like in terms of how we developed it, we just took it from there and like just negotiated it together. We wanted to make something that we were all working on individual pieces but felt like cohesive, and that was like an endless process, like so many meetings, the structure of the game is something that emerged from like us building it. We didn't build from like a top down way. It's just like so much of it is just like emerges from like when you collaborate and like don't have like some kind of top-down way of working that is required in the industry, because you have to save money and you have to manage people. Mm-hmm. Yeah, I would say something similar, plus that we consider this project as we call it our game in a way, and we always talk about this as like it's pretty far away from the art scene, and I would say the same for the game scene as well. So gamers tend to find the game or project a little bit weird, and it's quite difficult also to position ourselves among this industry, even if we are against it. And let's say in a convention or like the channels where you usually share games are not really especially prepared for things like this. And it's happening the same with the art scene. Like it's pretty difficult for us to put this in a gallery, or even if we are also against it.
So it's, for us, it's really like a, like climbing a mountain, because it's not only we are not only working on these ideas of like horizontal collaboration, which is also like a pretty heavy stuff to manage, but also I think we have these components against us in the sense that it's really difficult for us to fit in this to be in the middle of this both like huge worlds. So yeah, I think it's a challenge, and it's taking a lot of time, but at the same time, it's really, how do you say, like rich, like a rich process. I think something that separates us from like the games that are made typically by what we would, you know, understand as artists or the art world is that like I think that we make games that we make games that we want to see in the world, and I think a lot of like the kind of the games are usually approached as like being about game culture or about the phenomenon of games, but like we, you know, with this Art Games Meetup, it's like we're basically all gamers who, in some way, who wanted to create new types of games, as opposed to kind of like critique, you know, game culture, game existence. Like we want to kind of create something new inside of it or something separate from it. I don't know if that answers your question though. Yes, I think so. Maybe very quickly, if you can, if this is possible, maybe you can just mention some key works that people can experience within the mission of the different worlds that you make up. Like what are the aspects that people can see or I think the main thing you can see if you play the if you experience this this work is a structure, because like how we structure this idea, like if you see it, it's more like okay, you are like navigating this world made of planets. Each of planets represent a different artist, and in that sense, I think it's more like a rhizoma thing where you can. I mean, there's no path to follow. It's not like the one mission that you often have, and at least I wouldn't say in all games, but in many games. Yeah, I mean, like it's very deliberately called utopias as like a plural, because like we wanted to show many different types of like ideas of what utopia could mean, like the plurality of like our group, and like not kind of. Forcing one voice, but having many voices, and as an example of like some of the utopias that exist, there's like the one we saw, which has like a more of a humorous side. There's also one that's like by someone who's like more of a scientist, and she made like don't know why I misgendered them. They made a phase locked planet. So that one's much more of like a hard science fiction, like imagining of like a future society. So like something much more like a science fiction novel. And then there's like others which are much more experiential, like you know, focused on emotion, and they're much more abstract. So like people have interpreted utopias in different ways. So each moment is dramatically different. Yeah, I mean, this is also what you mentioned. I think both of you mentioned also earlier, either in your manifesto or also what you said before, that's very much about each individual voice that can be seen and experienced. And I think this is also like one of the very basic parallels to these projects that and the work of like working in a collective, even if you are working with two very different formats or like outcomes or outreaches to the people. Yeah, okay, then are there any other comments from the audience? Because otherwise, then I would... Ah, yes, Elena. Do I need a microphone? Yes. Mine is very short, but I just wanted to say that I really liked the performative aspect of you reading out the subtitles. I think that was really... I agree. Yeah, it kind of... like.
it made the thing more closer in a way, but also more far away. I don't know if that makes sense, but I wondered if you perform that in other contexts as well, like this, or if it was a spontaneous idea for this particular moment. I think that that is something that we are continuously working on and trying to figure out, is like, how do we present our work? Like, it's important to us that we distribute it, but the, you know, the personal, you know, the room full of people is still really important to us. And we're, I think reading is like it's like a newer thing we're doing. I think it's like we want to take this further and further and further, and like try and think of ways that like we can make a game that also has like a compelling physical experience too. Yeah, I can just underline that, because I also just thought when I followed the being in the world, and then with your voiceover, it was really like, okay, if I have a chance, I would definitely like to book it like on top. And it was definitely for me a completely different experience if compared to my imagination, how it would be like if I play it at home, which is more for me like a, I mean, as a non-gaming person, I must admit, but not really gaming. I mean, I have a connection to it, but not I'm really doing it this much actively, but it creates a much bigger distance, I think, when you have to read it yourself and there's not this person that is talking directly to you. I think it's really like a very nice component on top. Well, that's the great thing about being in a collective, is you get to rip off each other's ideas, because someone else actually read it live once and I was like, that's a great idea. Nice. Okay, thanks. Then I would like to hand over to Jan Deck. And then I also switch to German again. He has a headset. Thank you. Ich übergebe einfach direkt an dich. Ich habe dich auch schon eingeführt. Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich habe hier leider jetzt keine tollen Bilder, sondern nur einen ganz klassischen Text. Aber das kann man ja auch als Lecture-Performance bezeichnen. Keine Ahnung, ich gebe mir Mühe, das so vorzulesen, dass man das auch versteht. Es sind ein paar Gedanken von mir zur Frage des Kollektivs. Ich wollte das eher grundsätzlich thematisieren, nicht jetzt zu sehr auf meine eigene Praxis eingehen, aber vielleicht hilft es ja auch als Diskussionsgrundlage für andere Dinge. Also, mein Text heißt 10 Thesen zu einer Ethik des Kollektivs. Wenn über die Frage gesprochen wird, was eigentlich im Bereich der darstellenden Künste als politisch bezeichnet werden kann, wird oft von kritischen Inhalten oder Veränderung von Sichtweisen gesprochen. Das ist nicht falsch. Aber es gibt einen Aspekt, der dabei oft zu kurz kommt. Wenn man vom Politischen in den Künsten spricht, kommt es auch darauf an, auf welche Weise sie produziert wird. Also es geht um Arbeitsweisen und Entscheidungsformen im künstlerischen Prozess selbst. Oft passiert es, dass auf der Bühne über Solidarität gesprochen wird und Ausbeutung kritisiert wird, hinter der Bühne aber genau das Gegenteil dann stattfindet. Nicht selten sieht man den künstlerischen Produktionen auch an, dass sie nicht unter solidarischen Bedingungen entstanden sind. Wenn es einem wirklich darum geht, gesellschaftliche Änderungen herbeizuführen, sollte man sie im eigenen Kontext zumindest ausprobieren. Hier aus meiner Perspektive, aus den darstellenden Künsten, ein paar Thesen zu einer Ethik des Kollektivs. Meine Annahme ist, dass die Form des Kollektivs eine Möglichkeit ist, auf politische Weise Kunst zu machen. Kollektive sind keine Ensembles. In Ensembles gibt es unhinterfragte Hierarchien. Es gibt die, die entscheiden, und die, die das Entschiedene umsetzen. An der Spitze steht die Regie. Ensembles gehen davon aus, dass es eine Person gibt, die so genial ist, dass sie alle Facetten des künstlerischen Prozesses gleichzeitig im Blick hat und im richtigen Moment zusammenführen kann. Klar, gibt es auch im Ensemble SpezialistInnen für verschiedene Bereiche wie Musik, Bühnenbild oder Kostüme, aber deren Beiträge müssen im Ensemble immer durch das Nadelöhr der genialen Regiepersönlichkeit. Sie wandern durch sein oder ihr Gehirn, erst dann werden sie zur Kunst. Das ist das Gegenteil von Praktiken des Kollektivs. Kollektive sind keine Teams. Teams werden meist von anderen eingesetzt oder beauftragt. Sie arbeiten für eine gewisse Zeit zusammen, manchmal auch mit sogenannten flachen Hierarchien. Aber das Ergebnis dieser Arbeit gehört ihnen nicht. Es gibt meist AuftraggeberInnen,
die ein Team einsetzen und irgendwann verändern oder schließen. Teams praktizieren Demokratie auf Zeit für den Benefit von anderen. Auch Kollektive können temporär oder für ein bestimmtes Projekt existieren. Aber das Entscheidende ist, dass die Initiative zur Gründung von keinem Dritten ausgeht und alle Mitglieder aus freien Stücken Teil davon sind. Kollektive versuchen, Hierarchien zu vermeiden. Doch auch wenn man das versucht, kann man sie nicht ganz abschaffen. Selbst wenn Menschen gleichberechtigt sein wollen, sind sie doch unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Erfahrungen, Blickwinkel, sie kommen aus verschiedenen Kulturen, Klassen oder Szenen. Man kann diese Unterschiede aber auch als Chance begreifen. Wichtig ist, dass man Regeln oder Formate findet, um diese Potenziale für alle nutzbar zu machen. Man darf sich dennoch nicht der Illusion hingeben, dass damit automatisch alles gut ist. Es geht nicht darum, alle Unterschiede, die manchmal auch Hierarchien hervorbringen können, begradigt werden. Es geht darum, Hierarchien zu reflektieren. Meist sind klare Regeln dafür eine gute Basis. Kollektive arbeiten gemeinsam und solidarisch. Es gibt Kollektive, die keine Spezialisierungen kennen. Bekannte Kollektive im Performance-Bereich wie Gob Squad oder Gigi Pop haben so angefangen. Alle erarbeiten gemeinsam ein Projekt, gleichberechtigt ohne Spezialgebiete wie Regie, Dramaturgie oder Performance. Zum Beispiel, ein Kollektiv hat 6 Personen, diese erarbeiten eine Performance, in der 4 Personen auf der Bühne stehen. Prinzipiell können aber alle 6 Personen diese Performance spielen. Das Kollektiv wechselt von Abend zu Abend. Bei den Proben gibt es deshalb immer 2 Personen, die den Außenblick einnehmen können, was sonst Regie und Dramaturgie tun können, müssten. Aber auch das kann wechseln, weil ja jeder im Kollektiv irgendwann auf der Bühne stehen wird. So wechseln Regiepositionen und Spielende ständig und jeder im Kollektiv und jede nimmt immer wieder alle Rollen ein. Das Problem an diesem Modell ist nur, dass es schwierig ist, mit KollegInnen zusammenzuarbeiten, die nicht mit auf der Bühne stehen wollen. Prinzipiell heißt gemeinsam und solidarisch zu arbeiten nicht unbedingt, dass alle alles können müssen oder alle am Ende mitspielen. Es gibt andere Formen des Kollektivs, in der KünstlerInnen mit unterschiedlichen Spezialgebieten zusammenarbeiten. Zum Beispiel, als Beispiel, wenn eine KomponistIn, eine DramaturgIn, 2 PerformerInnen und ein BühnenbildnerIn ein gemeinsames Projekt machen. Es können alle in ihrem Spezialgebiet gleichermaßen zum Projekt beitragen und alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam treffen. Niemand hat das Recht, in die Terrains des anderen einzugreifen, aber es muss sichergestellt werden, dass die einzelnen Bereiche zueinander in Beziehung stehen. Wenn also eine Komponistin Musik komponiert, ist es sinnvoll zu wissen, was die PerformerInnen gerade machen oder wie die BühnenbildnerInnen sich den Raum vorstellen. Und ressortübergreifende Fragen und Aufgaben müssen gemeinsam angegangen werden. Man sieht, Kollektive brauchen also gute, belastbare Strukturen, die Autonomie und Abstimmung gleichermaßen ermöglichen. Im Prinzip können Kollektive dann auch künstlerische Leitungen haben, wenn diese ihre Rolle eher als moderierend und ermöglichend sehen, wenn sie sich auf das Übergreifende konzentrieren und wichtige Entscheidungen abstimmen. Eine wichtige Arbeitsweise des Kollektiven ist, sich gegenseitig zu helfen. PerformerInnen bringen sich gegenseitig bestimmte Bewegungen bei, MusikerInnen geben Gesangstraining, SchauspielerInnen Sprechtraining, DramaturgInnen helfen beim Textlernen und so weiter. Und möglichst alle packen an beim Auf- und Abbau. Wichtig ist auch, am Ende gehört das gemeinsam erschaffene Kunstwerk allen. Auch im Sinne des Urheberrechts, denn alle haben ihren Teil beigetragen. Allerdings müssen auch alle bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt also auch eine Ethik des Kollektiven. Wichtig ist nämlich, dass Kollektive sich selbst reflektieren. Sie müssen sich bewusst sein, dass sie in einer Gesellschaft leben, die nicht gleich und nicht gerecht ist. Sie können zwar bestimmte Aspekte davon selbst umsetzen, aber die gesellschaftliche Realität ist auch Teil der künstlerischen Welt. Dabei sind Fragen wichtig wie, steht unsere Arbeit und die Entlohnung in einem vernünftigen Verhältnis? Wie fair ist die Verteilung der Honorare im Team? Sind die Arbeitszeiten gesund und wie gehen wir mit Menschen um, die Kinder haben? Wie divers ist eigentlich dieses Kollektiv? In Bezug auf die Klasse, sind nur AkademikerInnen bzw. Akademikerkinder dabei? Wie viele Frauen und Queers sind im Team? Gibt es nur weiße Bio-Deutsche? Ist das, was wir tun, barrierefrei? Kollektive können ein Modell sein,
dass in der Kunst noch jenseits dessen andere Funktionen übernehmen kann. Kollektive können Theater leiten, auch öffentliche Bühnen. Es würde Willkür und Machtkonzentration minimieren. Es könnten mehr Kompetenzen in eine Leitung eingebracht werden. Kollektive könnten auch Museen, Festivals, Rundfunksender leiten. Vielleicht könnte auch irgendwann eine Bundesregierung von einem Kollektiv geleitet werden. Wer weiß. Wichtig ist aber, dass durch das Kollektiv allein nicht alle Probleme gelöst werden. Solange Menschen von anderen ausgebeutet werden, solange Arbeit als zentrales Bindeglied der Gesellschaft gilt, solange Faschismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie und anderes Anhänger haben, kann auch das Kollektiv die Welt nicht einfach so verbessern. Aber Kollektive können ein Beispiel geben, wie man anders miteinander agieren könnte. Sie performen die Ethik einer Gesellschaft, die es noch nicht gibt. Sie bereiten uns auf eine Wirklichkeit vor, von der wir noch nicht wissen, wie sie aussehen könnte. Kollektive sind Labore, die mögliche und unmögliche Zukünfte erproben. Sie setzen der Realität jenseits der Kunst ein Modell entgegen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Jan für den Beitrag. Sicherlich mal ganz anders, aber ich finde, wie gesagt, also wir wussten es auch vorher nicht, wie die drei am Ende zusammenfinden. Und ich war total happy, als ich mit allen gesprochen habe vorher und ich irgendwie dachte, wow, das ist einfach jetzt nochmal eine total gute Klammer für die drei Positionen, sicherlich auch stellvertretend für viele Kollektive oder Menschen, die in Kollektiven arbeiten oder mit Erfahrung haben. Ich habe auch gesehen, es gab hier das eine oder andere Lächeln, weil viele die Situation sicherlich kennen oder nachvollziehen können. Ich komme mehr aus dem klassischen institutionellen Kontext. Ich kann es trotzdem total nachvollziehen. Ich glaube, jede hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass man denkt, oder dass man manchmal nicht versteht, warum manche Entscheidungen getroffen werden oder wie die Prozesse ablaufen. Und dass es doch eigentlich viel schöner wäre. Und ich glaube, das ist das, was alle drei am Ende verbindet. Ich habe mir viel aufgeschrieben. Vieles hast du einfach auch schon aufgeschrieben. Aber dass es einfach vordergründig darum geht, aus dieser Machtposition vielleicht erstmal, oder gar nicht erst so eine Person in eine Machtposition zu bringen, sondern dass es eigentlich immer darum geht, voneinander zu lernen, Dinge immer wieder in Frage zu stellen, eine Vielfalt zu ermöglichen. Und was ich ganz zentral finde, vielleicht ist das mal ein Punkt, den wir nochmal irgendwie vertiefen können, weil ich, aus meiner Erfahrung ist das schon auch immer kein Punkt, der ganz einfach ist, aber dieser Punkt, was du als Ethik bezeichnet hast oder auch die Werte, die man daraus ableiten kann, was sind da so deine Erfahrungen, wie ihr an solche Prozesse auch rangegangen seid? Also das eine ist ja, dass ich die Arbeit aus mir heraus schaffe, weil ich etwas interessant finde, aber das andere ist ja diese Meta-Ebene und ich glaube, bei der passiert ganz viel. Magst du dazu? Ja, das ist natürlich klar. Jeder hat seine eigene Perspektive und es gibt aber unterschiedliche Art und Weise, das artikulieren zu können. Es gibt ja auch Menschen, die nicht gewohnt sind, sich durchzusetzen in Teams oder so. Und es braucht halt einfach eine ziemliche Sorgfalt zu sehen, dass alle irgendwie Teil werden können. Ne? Und auch manchmal mehr fragen und manchmal mehr zuhören und manchmal noch eine Diskussionsschleife mehr machen. Und das müssen die Leute natürlich auch lernen, sich zu artikulieren und zu sagen, hey, ich habe jetzt auch eine Verantwortung. Das ist ja der Punkt. Das ist auf der einen Seite eine Autonomie, es ist ein antihierarchisches Denken. Es ist auf der anderen Seite aber auch die Pflicht von jedem, bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist auch in Prozessen nicht gleich. Also es gibt auch Leute, das kann man auch nachvollziehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Projekte mit Performern mache oder so, die sagen, okay, ich will dabei sein, aber ich will nicht zu viel Verantwortung übernehmen. Ich gehe einen Schritt zurück und übergebe so ein bisschen die Verantwortung für manche Dinge an die anderen. Das muss man aber aktiv tun, ne? Und so ist es, glaube ich, funktioniert das. Es ist immer ein Ausprobieren, ein Austarieren von der Frage, wer will eigentlich sozusagen was mitbestimmen, wer will welche Verantwortung übernehmen und wie kann man das dann garantieren, dass die Leute gehört werden und gleichberechtigt zusammenarbeiten. Ich denke mal, das ist in aktivistischen Kontexten sicher ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass das auch viele Leute, die jetzt eher so in politischen Gruppen aktiv sind, das genau dasselbe Thema ja auch kennen. Aber in der Kunst ist es halt noch ein bisschen anders, weil da noch viel stärker, sagen wir mal, Persönlichkeit mit Visionen, mit künstlerischen Haltungen zusammenkommen. Und manchmal ist es einfach dann noch ein bisschen schwieriger, sich zu einigen, weil viele Leute halt einfach ganz klar auf einem Trip sind, was ja auch nicht schlimm ist, aber sie sind sehr stark auch mit Willenskraft ausgestattet, das durchzusetzen, was sie gerade so richtig finden. Ne? Weil es ja dann auch hinterher
nicht nur um das Geld geht, was man damit verdient, sondern auch um die Anerkennung, ne, die man dafür bekommt. Absolut. Angesichts der leider schon wieder fortgeschrittenen Zeit, es war vorhersehbar, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen. Es gibt schon zwei Fragen, die wir rausgezogen haben aus dem Stream, aus dem erweiterten Audience-Bereich, Zuschauerraum. Ich fange vielleicht einfach mal mit denen an und dann würde ich auch mal das Wort hier in die Gruppe richten. Also, welcher fange ich an? Okay, eine, die sich konkret an Polymora Inc., aber auch nochmal in die Runde richtet. Wie lässt sich so eine gegenseitige empathische Begegnung verstetigen? In Klammern steht ja nochmal institutionell. Also, wenn man es auf eine andere Ebene bringt, auf eine, ja. Und wären Diskotheken natürliche Alleys und wo sind die Räume? Also, wie lässt sich so eine gegenseitige empathische Begegnung verstetigen, institutionell? In Klammern, wären Diskotheken natürliche Alleys? Diskotheken? Ich kriege es gerade auch nicht ganz zusammen, muss ich gestehen. Vielleicht gibt es live gerade auch noch eine Erläuterung dazu, weil wir gerade merken, dass wir hier ein bisschen hängen. Aber, und wo sind die Räume? Vielleicht stellen wir die noch mal hinten kurz an. Oder es kann dazu jemand... Also spontan würde ich dazu sagen, dass eben wir seit 2017 in diesem Suchprozess sind, also diese kollektiven Strukturen miteinander zu finden. Und in Bezug auf so empathischere Strukturen zu institutionalisieren, das braucht dann quasi auch auf der Seite der Institution Geduld und Expertise und ein Sehen aus quasi dieser Perspektive einer Ethik des Kollektivs, da quasi auch mitzugehen und zu gucken, an welchem Punkt ist denn dieses Kollektiv gerade in ihrem Prozess und wie können wir dieses Kollektiv an diesem Punkt unterstützen. Und das ist das, was es halt immer wieder sehr schwer macht, weil das bereitet uns so Wachstumsschmerzen. Da sind wir immer wieder konfrontiert mit der Härte des Systems und dem Zeitdruck und Gelddruck und so weiter. Genau. Sagen, dass dieser Zeit- und Geldaspekt irgendwie eine große Rolle spielt. Und ich glaube, wir versuchen irgendwie innerhalb des Kollektivs uns so wie so eine Bubble aufzubauen. Aber wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Produktion haben, dann ist es auch so, dass wir irgendwie eine bestimmte Anzahl von Wochen bezahlt bekommen, nur eine Woche irgendwie in dem Raum sein können und nur anderthalb Tage Zeit haben zum Einrichten der Technik oder so. Und dann brechen, glaube ich, auch oft wieder diese kollektiven, empathischen Strukturen, die wir uns vorher auch erarbeitet haben, in solchen Stresssituationen oft weg. So, und aber genau, wir kehren dann auch immer wieder zurück zu dieser Praxis, dass wir uns irgendwie die Zeit nehmen und den Raum nehmen, den wir brauchen, uns wieder zu spüren, also uns selber und gegenseitig. Und es genau, und versuchen halt irgendwie innerhalb dieses Systems des Kunstproduzieren, Tanz, Performance, Produktion, irgendwie Gelder ranzuholen, die uns irgendwie diesen Raum schenken oder den Raum ermöglichen überhaupt. Aber genau, es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht möglich in so einem System, wo es ganz viel um so Leistungen geht und irgendwie Monetarisierung, diesen Raum einfach wirklich so zu halten die ganze Zeit. Also ja, es ist irgendwie so ein Kampf. Ja. Und ich würde vielleicht aber auch nochmal sagen, dass es ein bisschen ist wie in so einer Game World. Gibt es halt dann diese World, wir gehen jetzt in die Institution Theater und bringen halt unser Toolkit hier mit und da ist irgendwie ganz viel Humor drin, da ist ganz viel Fehler machen dürfen drin und das auch nicht so ernst nehmen. Und solange wir irgendwie gut miteinander sind und unseren Spaß haben, dann können wir uns ja auch diese Räume aneignen und Dinge einfordern, die wir brauchen, um gut arbeiten zu können. Genau. Ja. Ich fand es bei dir trotzdem gerade nochmal, Mono, auch ganz interessant, dass du nochmal den Aspekt dessen eingebracht hast, dass wir alle aber doch auch sehr stark konditioniert sind, von klein auf in bestimmten Strukturen auf eine gewisse Art und Weise zu funktionieren. Und das ist wirklich einfach eine ganz aktive Haltung auch immer wieder bedarf, um sich davon zu befreien, da eine andere Form für zu finden und die auch beizubehalten. Und es aber auch natürlich okay ist, wenn man da, also soll ja nicht irgendwie eine Gegenarbeit körperlicher Art oder psychischer Art die ganze Zeit sein, aber dass man einfach immer wieder auch sich den Freiraum gibt, das alles so gut und frei wie möglich zu machen
Genau. Ich würde da nochmal direkt was zu sagen wollen. Also bei mir ist es nicht so, dass es das erste Kollektiv ist, in dem ich bin, was ich mit gegründet habe. Und was ich irgendwie so toll finde an unserer Zusammenarbeit ist, dass wir wirklich, dadurch, dass wir eben wirklich so unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge brauchen, nicht nur, sage ich mal, theoretisch und politisch irgendwie eine Utopie, also Bock haben auf was anderes und künstlerisch Bock haben, was Neues auszuprobieren, sondern einfach immer gezwungen sind, in dieser Gruppe zum Beispiel alles langsamer zu machen, alles zu reduzieren, Pausen zu machen, so, weil sonst können wir einfach nicht miteinander gleichberechtigt arbeiten, weil wir einfach ganz unterschiedliche Dinge brauchen. Und ja, deswegen schätze ich einfach auch so diese Mixed-Abled-Welt, glaube ich, und glaube eigentlich daran, dass es irgendwie wichtig ist, es einfach viel mehr zu haben, dass Leute mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen irgendwie die brauchst du aber auch gegenseitig, ne? Genau. Also ich glaube, ich würde zum Beispiel eher dazu tendieren, irgendwie so durchzuarbeiten und keine Pausen zu machen und werde dann oft irgendwie erinnert, so nee, die anderen brauchen jetzt eine Pause, okay, dann mache ich halt auch eine Pause und das tut mir halt auch voll gut. So, ja, bin ich sehr dankbar. Schön. Jan, wolltest du noch was ergänzen? Ich habe jetzt auch so verstanden, die Frage nach der Frage, wie in Institutionen sozusagen andere Formate, andere Formen funktionieren können. Ich glaube, das Problem ist, es ist ja absurd, ne? Institutionen, große Theater, die hätten ja die Ressourcen eigentlich, auch die finanziellen Ressourcen, dass man dort irgendwie ganz andere Sachen ausprobiert, auch kollektiv arbeitet und Ähnliches. Ne? Und das passiert halt nicht. Auch deswegen, weil die Strukturen natürlich sehr hierarchisch sind, noch so tradiert sind. Ich würde zum Beispiel total gut finden, Intendanzen abzuschaffen von großen Theatern, aber auch sozusagen, es gibt halt unterschiedliche Menschen, Arbeitende dort. Es gibt in den Theatern die künstlerischen Arbeitenden und es gibt die Leute, die in der Technik, in der Verwaltung arbeiten oder die ZuarbeiterInnen, ne, so die Schneidern für die Bühnenbildner. Es gibt so viele Unterhierarchien und auch Gruppen, die sozusagen als Teil des Systems wahrgenommen werden, Gruppen, die nicht als Teil des Systems wahrgenommen werden. Ich glaube, da muss es beginnen, dass man versucht, wenn man kollektiv arbeitet, zu sagen, okay, was machen wir denn mit diesen Leuten? Wie können die denn irgendwie Teil des Systems werden? Also die jetzt eben nicht als künstlerisch gelten. Ne? Und man muss wirklich sagen, wenn man wirklich mal Techniker in den Theatern erlebt hat, dass die können wahnsinnig viel, die sind wahnsinnig gut. Und die langweilen sich in diesen Häusern, weil sie nie gefragt werden, wie sie eigentlich so eine Produktion finden. Was würden sie denn für ein Licht vorschlagen? Ne? Und so, das gibt es eigentlich selten. Und wenn die das mal können, dann sind die total dabei. Also man hat das Gefühl, es braucht einfach, das sind brachliegende Ressourcen, diese Menschen, in diesen Theatern, wenn man da mehr sozusagen den Geist des Gemeinsamen finden könnte, ich glaube, dann würde sich in diesen Orten noch ganz viel ändern. Dann gäbe es diese Machtkonzentration an der Spitze nicht so sehr. Also das wäre zum Beispiel echt ein gutes Beispiel, wie man durch mehr gemeinsames Arbeiten ja, Strukturen verändern könnte. Das heißt halt auch Sägen an sehr alteingesessenen Strukturen. Ne? Ja, aus dem 19. Jahrhundert. Absolut. Ja. Das ist nicht mehr im Theater, wirklich überall. Ne? Ja. Ich würde nochmal die zweite Frage in den Raum bringen. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten seht ihr in euren verschiedenen Arten des Arbeitens im Kollektiv? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten seht ihr in euren verschiedenen Arbeiten des Kollektivs? Is it a question that you would be up to it? So this is directed to AAA? Or? No. Okay. But I'm happy if you take it. Okay. Could you please repeat the question? I was thinking about microphones. You were asking. Okay, I do it in German again. Was it okay? I can do it in English, I think. So which differences and similarities can you see in the different ways of working in a collective or the different options and possibilities, I would say, of working in a collective. As opposed to working independently, or... Right? Or independently, or maybe in an institutionalized context, I could also guess. Okay, sure. Do you want to start, or should I? Okay. I think the different ways of working,
I would say that, I mean, firstly, I think like when we were talking, when I was listening to you talk about this, it's like we've been doing this for 5 years, and I think we are nowhere near some kind of stable solution. Like I think we are constantly like trying to find better ways of collaborating and like working together. I think the ways in which we're basically traumatized to collaborate are like very hard to let go of, and we have some pretty big problems with utopias that like definitely want to improve next time. Like just like the way we internalize industry, the way the power structures form, the and I guess, I don't know. I mean, when I think of like how is that different to working independently, it's like when I see a lot of people who are working independently, but it's like I feel like it's like they're working like they're going to get fired anyway. So it's like they're like in a they're in like a collective with like their worst boss or something. Like I think the way that we work needs to be rethought, and collectives kind of force you to rethink about them in ways that if you work solo is harder. Or, yeah. The others add something to this? Matthias? No. Maybe you can, I don't know who first. Maybe Ali, you could add something because I just really love the point of like that you're as a solo artist or whatever, you're working with your worst boss, because of course you yourself have internalized all of the forms of discrimination, so you're the hardest on yourself. And so when you're in a collective and there's like a general attitude of like listening or empathy or whatever values that you agree upon, then you can start making new experiences and see how uplifting they can be, and choose that more than trying to like do this and fight your way through. So I really like that idea with the enemy boss. And would you agree for your work on this perspective? Or I think both of us actually wanted to leave the performing arts world before we met. So I'm glad we did, yeah. I think I have an example of one way that we will change our process for our next project, which maybe is interesting to Jan, as you were talking about, is like with utopias, like we were each kind of doing our own planet, so to speak. We saw one person's entry. But this meant that it's kind of like you can imagine like a game involves many things. It includes visuals, it includes music, it includes like a lot of different types of roles. And because we were each doing one, it meant everyone was doing everything. Like everyone was every role. And I think that didn't play to people's strengths or the diversity of people. So like some people in AAA are much more chaotic and other people are much more logical, and they both make certain things possible. But like we were kind of like whatever we do next, we want it to be something that, like, the roles are more can be more defined by the individuals, because this time it's like we had one role, which we all were, which is like one type of way of being equals. But we have to kind of find ways that we could be different roles that, like, but we still remain in a open, collaborative way. Yeah, as a huge difficulty with utopias was this. Okay. Then I think this was a very nice Schlusswort. Last word. Okay. As we will go into a break of 30 minutes, I'm going to switch in German again.
So, wir haben jetzt eine Pause von 30 Minuten und gehen dann direkt in unser nächstes Panel. Das, vom Setting wird es das Gleiche sein. Das heißt, wir haben da auch nochmal die Möglichkeit, ganz am Ende etwas tiefer nochmal in Austausch auch zu gehen und jetzt die Personen aus dem Kollektiven auch nochmal mit den individuellen Perspektiven im zweiten Panel oder stärker individuellen Perspektiven im ersten Panel nebeneinander zu setzen und zusammenzubringen. Und genau. Vielen Dank euch für die Beiträge.